Vielleicht machen wir hier auch noch einen Eingang. Ich weiß es aber nicht. Dann müssten wir ihn ja hier quasi irgendwo hin machen. Aber ja, mal gucken. Oder wir lassen hier den Zaun ein bisschen nach außen gehen noch. Das kann man sich ja mal noch überlegen. So, jetzt gehen wir uns mal noch die Wolle holen, die wir brauchen. Und legen den anderen schon mal weg. Die Wassereimer holen wir gerade mal wieder mit. Brauchen wir jetzt vorläufig nicht, weil wir jetzt das Zuckerrohrfeld doch noch nicht dran heften. Das können wir später noch machen. Vielleicht nach hinten, dann bauen wir hinten auch noch ein bisschen was ab. Da könnte man gerade hier so schön nach hinten bauen und das gleiche hier quasi wieder bauen mit dem Wasserlauf. Brauchen wir bei Zuckerrohr, braucht man Wasser. Hier braucht man es nicht unbedingt. So, gehen wir uns die Wolle holen und machen das Ding mal fertig. Und dann rüsten wir uns so langsam mal für eine Weltreise, eine kleine. Ups, komm. Na, komm gerade. Komm. Hey, komm. Bei Fuß. Ach, du Idiot. Dann mach halb Sitz. Hier. Wir könnten ihn auch Idiot nennen, den Hund. Dann hat er wenigstens einen Namen, auch wenn der ein bisschen idiotisch ist. Aber das passt ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir machen uns aus diesen 16 Baumstämmen gerade noch Holz. Haben wir das Holz hier drin gehabt eigentlich? Ja. Und das holen wir dann mit. Und hier machen wir das noch weg. Das noch weg. Die holen wir auch mit. Steine können wir auch ein bisschen mitholen. Kann man nie schaden. Pfeile sowieso. Sand brauchen wir jetzt nicht. Schaufel würde ich sagen, reichen zwei, wenn wir die dabei haben. Also ich rüste hier schon mal ein bisschen auf für die Weltreise. Wir gehen aber zunächst natürlich Dings weitermachen. Dingens da. Pfeile können wir jetzt, glaube ich, auch keine herstellen mehr, zusätzliche noch. Ja. Zäune haben wir noch und das haben wir noch, was wir nicht brauchen momentan. Ach, und da holen wir uns diese Baumstämme gerade mit. Eine Axt haben wir noch dabei. Haben wir doch dabei. Wahnsinn. Ich dachte, wir hätten keine. Fackeln bräuchten wir noch. Da holen wir uns hier die 7 Kohle noch mit. Dass wir wenigstens ein bisschen was an Fackeln dabei haben. Ich hoffe, das reicht. Noch eine Axt holen wir mit. Die Eisenspitzhacke holen wir auch mit. Und hier machen wir uns gleich mal eine Rüstung. Hier waren die Eimer waren hier im Werkzeug, ja. Ach so. Ansonsten haben wir hier noch eine Spitzhacke. Schere hier. Dann gehen wir hin und machen, so wie ich das immer mache, Spitzhacke, Schaufel und Axt. So, das kommt nachher dorthin, wo die Wolle jetzt ist und so. Die Zäune hatten wir auch hier drin, da machen wir die Leitern auch hier rein. Das machen wir hier hin. Pfeile nebendran. Und die Eisenspitzhacke auch hierbei. So, und jetzt bauen wir uns noch ein Eisenschwert. Ja, eins dürfte reichen.
Dann bringen wir das Eisen gerade wieder in Sicherheit. Nicht das Eisenschwert, das Eisen. So. Nahrung könnte man auch ein bisschen was vertragen. Könnte man mal was mitnehmen hier. So, ein bisschen Schweinefleisch und so. Ach, da hätten wir drei drin gehabt. Egal jetzt. So können wir eigentlich losreisen. Ach so. Lederkappe, Ledertunika, Lederhose und dann fehlen uns noch zwei für die Stiefel. Eine Lederrüstung schützt jetzt nicht wirklich so sehr, aber es ist halt besser als nichts und ich will mein Eisen momentan noch nicht ausgeben, hier für die Welt zu erkunden quasi. Ich hoffe, dass das so geht. Machen wir hier mal noch alles schön zu und ich weiß noch nicht, was wir machen, wenn wir unsere Welttournee beendet haben. Kann sein, dass wir dann hier mal die Inneneinrichtung von beiden Häusern ein bisschen schöner machen. Es kann aber auch sein, dass wir... Ach, wir haben gar nicht so viele Wolle gebraucht. Kann aber auch sein, dass wir dann in die Höhle gehen. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Hier, das Weizen wächst ja schon. Ist das nicht toll? Ach, was mir jetzt gar nicht gefällt. Wir haben ja hier überall Gras. Hoffentlich werden jetzt keine Viecher hier gespawnt. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Die Wolle sieht irgendwie ein bisschen dreckig aus, aber ach. Geht schon. Dafür sieht das Haus umso schöner hier von außen aus. Finde ich mal. Hier kann man es nochmal in voller Pracht genießen. Da oben fehlt aber trotzdem, glaube ich, eine Half-Step. Naja, lassen wir jetzt zunächst mal so. Wir gehen jetzt auf Weltreise. Und da gibt es noch einiges zu erkunden. So, dann gehen wir jetzt mal hin, machen uns das da rein und die Fackeln. Essen hätten wir eigentlich auch können reinmachen, besser als die Werkbank, aber komm, ja. Aber ich verdrück mich da manchmal und esse es bei voller Energie quasi, was nicht so toll ist. Finde ich auch nicht so besonders lustig. So, weg. Die zwei Leder behalten wir mal hier. Weil da können wir uns vielleicht noch Schuhe herstellen, wenn wir noch zwei finden sollten. Da können wir eigentlich loslegen. Ich denke, wir holen uns auch gerade ein Boot mit, weil wir quasi... Ach, kein guter Zeitpunkt hier zu starten. Gehen wir gerade noch schlafen. Oh, habe ich gut geschlafen. Ich verspüre irgendwie Lust auf eine Weltreise zu gehen und die Gegend ein bisschen zu erkunden. Ich glaube, ich ziehe mir mal die Nikes an und renne einfach los. Ach, ist da alles hier so schön grün. So schön grün. Und da ist die erste Sau, die uns mit ihren Kulleraugen anblickt. Bitte verschone mich. Doch, wir brauchen noch kurz was zu essen, ja. Sagt, dass wir wenigstens mit voller Energie starten. So, das Frühstück haben wir uns dann auch geschnappt. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Ich würde sagen, wir gehen da unten in die Richtung und dann quasi komplett außen rum.
Lalala, Mega Man. Und hinab, du altes Schaf, du. Ach, hier sind aber auch viele Schafe unterwegs. Das ist toll. Wir könnten uns ja ein komplett weißes Dorf bauen mit komplett weißem Boden. Obwohl ich da Schnee lieber hätte als Wolle. Aber das könnte auch ein bisschen stressig werden, das abzubauen. Sind wir schon im Valley of Death quasi hier wieder? Oder? Wo sind wir hier? Ist das das Valley of Death? Ja, klar. Ein Teil davon. Doch, das ist es genau. Das ist das Valley of Death, das wir irgendwo ganz am Anfang des Let's Plays entdeckt haben in den ersten Folgen. Ich glaube, Folge Nummer 6 oder so war das. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Diese Wüste, diese Einöde, diese alte Drecksau. Ah, da haben wir ja doch schon eine Kuh Elsa. Ach, und da haben wir auch unser letztes Teil für die Rüst. Oh, das war's ja mal genial. Das gucken wir uns gleich mal näher an. Stiefel, genau. Schlagen wir mit den Stiefeln die Workbench ein. Das finde ich immer toll. Und komm, da ziehen wir das Ding auch mal an. Wir wollen es ja nicht hier einfach nur hier zur Schau rumtragen. Und wie sehen wir aus? Haha. Ah, da waren wir auch noch nicht so wirklich. Ach du Scheiße. Schöner Ausblick, wenn man schwindelfrei ist. Aber das da hinten will ich mir auf jeden Fall jetzt näher anschauen gehen. Ich denke, sowas gehört dann dazu zu Erkundungstouren. Wenn man mal was Interessantes entdeckt, auch dass auch Höhlen mal reinguckt oder so. Da könnte man jetzt so geil runterspringen. Wäre aber nicht so gut für die Gesundheit und auch nicht für die Rüstung. Deswegen machen wir es lieber hier ein bisschen vorsichtiger. Eine Schippe weniger. Ich hoffe, dass wir da auch irgendwie wieder hochkommen werden. Aber ich denke schon, irgendwo wird sich da ein Weg finden. Auch da haben wir auch noch einen Wasserfall. Wahnsinn. Geiles Teil. Übelst geil hier. Also wenn das nicht cool ist, ey, da waren wir aber schon, oder was? Ach! Das ist das, wo wir die Betthöhle geplant haben, wo ich gesagt habe, die Batcave könnte man hier bauen. Das ist hier. Ist ja Wahnsinn. Das habe ich von außen gar nicht erkannt. Ich glaube, das habe ich mir auch gar nicht so richtig angeschaut von außen. Ich weiß nur, hier flitzt irgendwo ein Skelett rum mit seinem Bogen. Ah, da unten. Lassen wir das Skelett momentan mal alleine. Creeper. Noch ein Creeper. Ah. Drecksviech. Ist hier einfach zu dunkel. Hier mal einfach so ein Ding da dran hängen. Hoffen, dass das ein bisschen hilft. Hier ist auch so eine
gigantische Steinkonstruktion